Nee, so sprich noch nicht aus der Dose, zum Glück. Oh ja, Leute. Vielleicht ist schon. Oh, da ist der. Ist live. Ja, ja. So. Ja, so, das wird schon gegessen. So, hört man noch was? Ja, man sollte eigentlich alles hören. Hallo, hörst du? Hörst du alles? Hört ihr alles? Hallo? Ja, wahrscheinlich. Alter. Ah, da komme ich. Ja. Das kommt dann im Verzug jetzt, ja. Mhm. Dann mach mal Platz, ich bin nicht bereit. Du bist bereit? Ich denke, du bist auch alle eigentlich schon alles hören. Boah, ich hab's. Wir haben keinen Dosenöffner. Los. Ach, Dosenöffner. Also ich, das stimmt, ja, wegen dem Fisch, ne? Das Hasengehege. Ah, das Hasengehege. Super, ich geh den mal holen. Super, das haben wir, so, das haben wir dann so gesehen. Wenn mir der Saft, ich glaube, der vergeht euch. Stechmücken. Ja, hört man alles? Alles gut? Sieht gut aus, ne? Ich habe jetzt keinen Ton an. Ich kann mal gerade kurz den Ton anmachen. Ja. Hört man alles? Alles gut? Oh ja, klingt super. Ja. Ja, gesponsert hier von iPhone SE. Wir können jetzt echt nichts Besseres von deinem Kamerawinkel. Das ist, Ich hab so Angst, wirklich. Ach, du musst keine Angst haben. Wie übrigens die kleine Schwester. Mama ist live dabei. Ich bin live dabei. Ich bin der Dosenöffner. Ach, hey, was? Weil ich ja Rechtshänder bin. Ja, du bist ja. Ach so. Boah, Alter, die willst du jetzt das wirklich öffnen? Naja, ich versuch's mal. Alter, wir haben noch kein Wasser. Abstand. Einfach mal. Lecker. Boah! Oder? Warte. Oh, da kommt schon was raus! Ach, das riecht abartig! Alter! So, fick die Bank mal! Du machst nachher sauber, ja? Boah! Ja! Geht! Boah, nee, also ich muss hier weg! So, das musst du es mit dem Messer so anlegen. Na, guten Appetit euch! Das riecht wirklich wie, also... das riecht nicht mehr normal! Dick, das riecht nicht mehr normal! Ich kann das nicht essen! Ich muss mir anschauen. Das geht nicht mehr. Da kommt die Soße schon raus. Obwohl, jetzt ist es. Ja, obwohl das aus der Wurst riecht auch ziemlich eklig. Boah. Es war beim ersten Mal. Oh, wie Gülle. Boah. Es ist mal. Boah. Ey, Alter. Boah, das können wir nicht essen. Das ist wirklich nach vergammeltem Fisch. Boah, das kann ich nicht essen. Das ist halt auch vergammelter Fisch. Was ist denn das für ein Brei, der rausgekommen ist? Das war von dem, ich glaube, der Öffner. Und das ist da grün. Ist das, nee, warte mal, ist das überhaupt, ja, ich weiß nicht, ob der so genießbar ist. Boah, Leute. Nee, das ist schlecht, ich merke schon im Bauch. Der ist wirklich übel. Okay. Sieht eigentlich relativ normal aus. Boah, ey, ich will das nicht essen. Ich will das auch nicht essen. Riecht. Boah, ich will das nicht essen. Nein, du musst nichts essen, Mali, keine Sorge. Ich kann das nicht. Boah, Alter. Nee, ich kann das nicht. Ich kann das nicht essen. Bitte, Alter. Das riecht nach Scheiße. Ist wirklich, also das mit den Exkrementen, da waren sie, haben sie recht? Das ist noch tausendmal. Nee, hier muss es mal drauf regnen, auf jeden Fall. Boah, Alter. Alter. Nee, ich kann das nicht essen. Nee, ich dachte, das riecht wie ein normaler Fisch. Das ist hier nicht. Nee, ich kann das nicht essen. Bitte. Guck mal, die Fliegen kommen schon. Oh ja, die Fliegen die haben schon. Oh, Alter, die Fliegen wollen echt was von mir. Warte mal, ich will mal kurz. Nee. Hier. Obwohl das sieht erstaunlich normal aus. Aber die Fliegen kommen schon, das ist ein gutes Zeichen. Es kommen echt Fliegen hier aus dem Nichts. Drei Stück kommen hier schon, ja. Echt genial, ja gut, da haben wir den. Wenn der Wind anders in eine andere Richtung geht, dann geht's noch zumal. Zumindest. Aber ich kann das nicht essen. Ich kann das nicht essen. Ich kotz. Nee, ich kotz auch, wirklich. Also schreiben die Leute. Nee, aber wirklich, bei mir wurde das schlecht. Also mein Bauch wird sich total gut. Nee. Ich kann das da. Was sieht man das? Ja, das sieht man. Der Hering? Ja. Der sieht richtig normal aus eigentlich. Ja, das ist halt nur. Obwohl, jetzt ist es relativ verflogen, muss ich sagen. Boah, hier oben riecht's doch. Ja, je nachdem, wo der Wind geht. Als hättest du Hotdog-Furz gehabt, Henny. Wirklich so. Der ist noch schlimmer. Ja. Ich hab mich halt ein bisschen an meine Nase voll. Gewöhnt. Ich kann leider nicht auf alles reagieren, weil ich bin gerade. Boah, Alter, da sind ja noch diese halben. Doch, versteht mich halt. Halt. die Flosse. Aber die sind noch so. Der hat mit Gedärm, alles klar. Boah, nee, ja, wahrscheinlich schon. Ja, doch. Das geht ja als ob. Ja, sieht danach. Oh,
Nee, Adi, ich glaube, das ist. Nee, das nee, bleibt man ein kann das nicht essen. Nee, warte mal, wir zeigen es mal. Das sind hier Gedärme. Nee, man kann das nicht essen. Man kann das doch essen. Boah. Das riecht. Adi, riecht das. Schneid das mal ist, auf. Das geht ja nicht. Ich lese im Chat. Nee, ey, du musst was essen, Hendrik, hat er gesagt. Kann man das den rohen Fisch essen, Henny? Naja, schon. Ja? Obwohl, die Gedärme sieht nicht danach aus, naja, sieht nach Haut aus. Naja, es sind so Rippen und Haut. So, wir haben mal ein bisschen was präpariert jetzt. Ich kann das nicht Probier essen. Mal. Probier mal. Die sind knackig wie Wiener, ja. Würzig wie Frankfurter und zart wie Bockwürstchen. Ja. Nicht eher das Gegenteil, Alter. So, wir haben jetzt... Oh Mann, das riecht... Oh, der Geruch wurde mir total schlecht. Ja, mir auch. Warte mal, ja. Ich kann das jetzt nicht. Er probiert was, Leute. Nein, ich will erst mal zeigen. Okay, es wird erst mal. Ach, ich weiß nicht, wie gut man das sieht, das ist schon viel Verzug, aber... Ja, das ist, ja... Schaut euch das an. Die Fliegen kommen schon, das ist ein gutes Zeichen. Ja, dass die Fliegen kommen. Oh. Boah, ich kann das nicht essen. Ich kann das nicht. Obwohl, wenn er... Hier riecht er den Fisch. Ist jetzt gar nicht... Ist jetzt, also, da riecht das doch eher noch ein bisschen leckerer. Nee. Boah. Ey, was seid ihr denn für Hater? Das riecht nach richtig. Ja, ich habe mich ein bisschen an den Geruch gewöhnt, aber immer noch nee, das kann ich nicht essen, wirklich. Ich kann das auch nicht essen. Nicht mit mir. Das ist... Alter, nein, isst du das wirklich? Ich weiß ja nicht, was das hier für ein Stück ist. Ich will ja auch nicht direkt in den Gedärm beißen. Ja. Aber hier so? Ja, hier, das ist diese Außende. Was ist denn das? Das ist ja Schleim. Das kann man nicht sagen. Nee, sind das. Der war jetzt mal nicht trächtig, oder? Als ob der trächtig war. Und das hier Fischeier? Sieht man das? Fischeier, warte mal, das muss immer ein bisschen. Ich muss auf der Kamera sehen. Runter damit. Ja, warte. Und man sieht jetzt. Eier. Fokussiert der? Warte. Ach, Mann. Ach, der weiß nicht. Spaß. Fokussiert nicht. Der weiß nicht, der fokussiert die Gabel. War der trächtig jetzt nicht? Alter, ja. Ja, das sieht man so gleich wie. Das sieht doch aus wie Kaviar. Ah, ja. Da kommt die erste Schmeißfliege. Yeah, die Schmeißfliegen sind hier überall. Willst du das jetzt Nein, ich kann also nicht essen, wo da hier diese Eier hier raus oder was auch immer das ist. Das sieht ja aus nur, so. Die Schmeißfliegen kommen. Fleisch, denke inklusive ich. Das könntest du überhaupt nicht. Schweden essen den auf Knäckebrot. Kaviar ist lecker. Yes. Ja, weil das ist doch ein Soße-Trimming. Und los geht's. Das war erstmal der letzte Stream von Hendrik. Alter, als ob der trächtig war. Zwei Wochen kotzen, das war probier mal ein kleines Stück. Ja. Und? Oh, er hat ihn einfach gegessen. Ja, und? Wie schmeckt der? Mm. Ja? Geht der? Geht der? Boah, sehr. Also der erste so... Boah, mir wird wirklich schlecht. Boah, mir wird auch schlecht. Jetzt weiß ich, was die Leute meinten mit dem Nachgeschmack. Mhm. Alter. Wie viele Schmeißfliegen jetzt hier sind? Boah, das ist überall hier. Mhm. Fünf Stück kamen schon an hier. Überall. Weg. Als ob der trächtig war. Als ob. Ich weiß es, aber das kommt ja auch so komisch aus dem Fleisch raus, diese komischen eierartigen. Boah, nee, das kann ich nicht essen. Die arme Picknickbank, Alter. Ich tropf die gerade mal. Also, ich meine, da muss es mal drauf regnen, tatsächlich. Alter. Willst du was essen, Mali, hä? Nee. Mal probieren, bisschen vom. Sollen wir dir ein bisschen Wasser einschütten? Richtig, mir wird schlecht. Ja, gut. So, okay, jetzt sollte es auch ein bisschen. Das zieht schön ein. Ja. Boah, Alter, das riecht aber extrem. Ja, das riecht extrem. Dass die Schmeißfliegen alle aus dem Nichts kamen. Ja. Die haben natürlich auch meterweit gerochen. Ja, natürlich. Ja. Natürlich, das riecht aber auch meterweit. Aber ich hab's mir eigentlich anders eigentlich vorgestellt. Kam. Irgendwie. Von wo? Ich dachte, das wäre auch nur ein Fisch. Alter, das ist wirklich. Nee, das sind mehrere. Die haben 4 bis 6 Stück sind da drin. Wir haben jetzt 4. Aber die sind ja auch relativ. Ach nee, hier sind 6 drin. Ja. Also, wenn du die alle auf isst, dann kriegst du von mir 20 Euro. Du unträchtig. Oder was es war. Wenn du noch die Eier dazu isst. Ja, die sind auch ganz schön groß. Ja, sie groß sind die vor allem, ja. Fisch. Oh, das ist hier Fischschau. Das sieht wirklich aus nach Organen. Nee, das riecht so abartig. Oh, das ist ein Organ. Ist das Leber? Mann? Das ist, glaube ich, die Leber, oder? Die Fischleber. Wenn du das isst, dann kriegst du 10 Euro von mir, wirklich. Nee, Leute, ich habe jetzt schon ein kleines Stückchen probiert. Nee. Boah, das schmeckt nur nach Salz und nach...
Das sieht aber wirklich aus wie. Boah, die Schmeißfliegen überall. 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 Sogar hier oben. Das sind auch wirklich die mit den Gedärmen. Ach du Scheiße. So, warte mal, wie machen wir hier? Ich dachte, die hätten das ohne Gedärme. Was kommt denn raus? Wir machen jetzt. Bitte die Schmeißfliege war dran. Mhm. Sieht das nicht klasse aus? Warte mal. So, so ist die richtige. Sieht das nicht aus wie ein Schmaus? Alter. Das ist ekelhaft aus, es packt. Wirklich. Also ich finde das schon recht nett. Hm, eigentlich recht nett. 100 Euro in Summe. Ja. Nee, Leute. Ich habe ein kleines Stück probiert, das schmeckt nach viel Salz tatsächlich, gar nicht mal so streng. Also riecht fast schlimmer als. Riecht schlimmer. Und, aber nur, wenn jetzt da irgendwie so Kaviar-Rückstände sind oder. Welche oder. Sind Schmeißfliegen, Schmeißfliegen sind überall. Boah, das ist ein Erlebnis. Ich kann den nicht essen. Ich will den auch nicht essen. Nee, also mit Gedärm und ja, die Fliegen mögen es. Vor allem auch Eier. Ja, doch, das ist richtig. Ein ganz kleines Ministück habe ich davon gegessen, Alter. Du wirst reich, ja, dieses glänzende Quecksilber. Ja, ich weiß auch nicht, was das ist. Schwermetall. Ach, Durian, ja. Die Stinkfrucht. Es ist wirklich irgendwie was Metallisches fast. Ja. Aber das ist von der Haut. Ja, das ist von der Haut. 6 bis 8 Strömming. Ja. Alter, wie viele Schmeißfliegen. Das sagt schon an, dass man das nicht essen soll. Die merken ja auch, dass es Kadaver ist. Alter, hör auf mit Ausreden, wie da ist Kaviar drin. Andere zahlen für Kaviar. Ja, ich zeig gleich. Geld und kriegst es gratis. Leute. Boah, nee, die gingen dran. Die gehen an den. Warte, was muss man eigentlich dokumentieren? Boah, Alter, ich muss da gerade mal kurz die Pfoten waschen. Und dann will ich das nun halten. Waschen. Bis gleich. Ja, bis gleich. Ich spring dabei. Ich mach euch eine Show hier. Hallo. Boah, das ist wirklich. Nein. Leute, das ist, wenn ihr das isst, also wer das hier aufbekommt von euch, Digga, ich gebe euch 1000 Euro in Summe, wirklich. Das ist ekelhaft. Wer isst sowas? In Schweden ist das normal. Bah. Ich habe auch die ganze Zeit nur durch den Mund, weil ich es nicht durch Dings, durch die Nase einatmen kann, weil das so scheiße riecht. Es ist die ganzen Schmeißfliegen, ey, bah. Das ist halt auch ich wieder. Schade, echt. Aber schade. Jetzt, hast du das mal gezeigt? Ja, ich wollte das gerade zeigen, nur. Ja. Ja, du kannst gerne nochmal zeigen. Ich meine, jetzt mal die Musik so mit zum Ende nochmal an. Ja, warte mal. Super. Alter, Leute, aber das, wenn ihr sowas isst, Alter. Respekt. Warte mal. Also in Deutschland, ne? Ist es richtig so? Warte mal. In welchen Ländern ist das ja. Ja. Eigentlich ganz normal. Ich glaube, das hier ist der Fisch. Da. Alter. Das sieht so ekelhaft aus, wirklich. Und diese Gedärme da. Und vor allem hier, diese Haut. Dieses Glänzende da. Dieses Glänzende. Und dann hinten. Das sieht halt wirklich hier. Guck mal, ich zeig euch mal, wie viele Schmeißfliegen. Da, guck mal, die ganzen Schmeißfliegen. Ach du Scheiße. Die sind alle hier. Das ist. Nee. Ja, das sind wirklich Scheißhausfliegen. Das sind Scheißhausfliegen. Alter, ne. Also eine ist ja auch. Nee, das ist der Raum. Weg. Die ist da. Die hat ihre Flügel das gemacht. Die trinkt vom Fisch. Nein. Henny, die Fliege trinkt vom Fisch. Ja? Hendrik, ne? Guck mal, die ist im Fisch. Die ist im Fisch. Hm, die ist da gerade reingefallen. Genau passen. Okay, warte mal. Wie viele Fliegen hier sind. Ja, das habe ich eben auch schon gesagt. Alter. Das ist gut. Boah, nee. Muss ich ganz ehrlich. Oh, die Fliege ist. Die Fliege stirbt hier drin. Ja, nee. Boah. Das. Alter. Nee, nicht mehr schön. Dann werden wir den schnellstens mal entsorgen. Ja. Und was machen wir danach? Nix weiter. Das war's erstmal. Das ist
So, das mit diesem Anblick verabschieden wir uns mit diesem Durst. Nee, also da geht echt nicht mehr viel. Und vor allem mit den Gedärmen und so Zeug drin. Boah, nee. Ich hätte den gern so probiert, aber. Also eigentlich nicht gern, aber. Nee, also gern will ich jetzt nicht probieren. Der stinkt so. Meine Nase. Der wird mir nicht schlecht. Also wirklich. Mhm. Der wird mir schlecht. Nee, verpack den Folie und schmeiß den weg. Mama wollte ja den Tieren hinstellen. Oh. Nee, nicht den Tieren, das ist kein Mensch mehr. Aber die Fliegen, das sagt schon aus, wie eklig der ist. Bah, nee. Die Essen. Sind an der Gabel. Hier der. Aber die sind überall, diese grünen Fliegen. Ja. Das ist echt extrem. Die denken sich, boah, endlich Fäkalien. Ja, die heißen Scheißhausfliegen, hat einer gesagt. Merlin, ja. Ja, die haben jetzt Alter. Okay, der ist aufgerissen. Boah, der überall kommt dieser Salzfischgeruch. Also nicht, dass man kotzen muss, aber schon. Ach, die wollen auch mich essen. Ich rieche jetzt auch schon nach Tod und Verderben. So, da kommt jetzt erstmal der erste rein. Okay. Tschüss. Boah, Alter. Also, wer ist das? Ich jetzt. Ja. Ein bisschen mit rein oder was? Ja. Ja? Nee. Als ob mit wieder rein. Was ist das hier? Das ist, da quillt so Apfelmus raus. Aber das ist. Was ist das? Überall die Scheiße schmeißen. Ich tu mal rein. Das sind wirklich Fischeier. Ja. Fischeier. Da hatten die auch noch Fischeier drin. Kinder in Afrika kriegen jetzt diesen Soßströmming, ja. Boah, die sind wirklich alle trächtig auch. Alter, wie viele fliegen hier? Es ist ein ganzer Schwarm gekommen. Wir haben gerade Feier. Überall kommt Eier raus. Überall kommt Eier. Überall. Raus. Ja, das ist lecker, schmecker. Hier kommt auch wieder die Sünze raus. Oh, hier ist. Da ist. Oh, das müssen wir fast nochmal dokumentarisch festhalten. Wissen wir. Seht euch das mal an. Lecker. So. Und immer noch dieser salzige, schöne Geruch. Ah ja, super. Und der riecht auch richtig scheiße. Und dann unten diese Kacke. Ach, Stechmücken, Alter. Hier sind aber auch die, wenn schon die Schmeißfliegen kommen. Ja, sind alle da. Das sind die Stechmücken, die Schmeißfliegen. Boah. Geht, Alter. Ich krieg den nicht. Ich krieg den nicht da rein. Der ist irgendwie zu. Man müsste den rein. Boah. Und noch der letzte. Der ist ein richtig großer. Oh, der ist richtig groß. Der ist groß. Der ist auch richtig. Guck mal. Ja, da kommt überall die Eier. Das sind wirklich die Eier. Nee, da hört es auch wirklich auf. Nee. Der hört's auf. Boah, ich kann leider gar nicht so viel lesen von euch. Ja, jetzt trinkt das jemand. Ja? Da kommt das wirklich noch? Das kommt einfach jetzt in die Mülltonne, ne? Nein, du trinkst das jetzt noch. Also, boah. Ja, aber das ist nicht nett. Guckt euch den mal an. Da sind ganz viele Kinder drin. Ganz viele Kinder, aber sind die sicher am Leben, ne? Nee. Anscheinend nicht. Boah, Alter, der riecht mal ordentlich nach Salz. Ja, ich will es gar nicht richtig. Das macht mir die Kotze reiz. Tut mir leid, wenn da jetzt Gedärme und Eier drin. Das sieht man schon, die Gedärme, wie die so raus so, ne? Bah. Mhm. Alter. Und das Wasser trinkt jetzt der Auri. Ja. Okay, warte mal. Nee, ich will ja gar nichts trinken. Ich guck das. Ja, wer das trinkt, der kriegt erstmal 1000 Euro. Die müssen wir eigentlich damit reingießen, aber das klappt nicht. Alter, ne. Und so rein, wie es wurde, wird das direkt. Alter, ne. Und die Fliegen, die Schmeißfliegen, die
macht die ganze Zeit am Tuch, da saugen die, weil das da alles... Ja, die finden das geil. Alter, also, die finden das richtig geil. Vor allem überall mit grünen Hintern und die sind alle grün. Die Grünen? Ja, die Grünen. Die Grünen. Boah, ich atme die ganze Zeit durch den Mund, weil das so ekelhaft ist. So, in drei Tüten sollen wir das verpacken, hieß es. Ja, drei Tüten. Weil das ist einfach, wenn wir das in die Biotonne so einfach tun oder in so eine Tonne einfach, dann stinkt das noch so sehr. Mhm. Das kann man nicht machen. Du musst das in drei Tüten. Denk auch mal an die Umwelt. Ja. Deswegen nehmen wir drei Tüten. Genau. Alter, nee. Nee, das ist richtig, wirklich. Das ist viel. Nee, du darfst nicht mehr. So. Ich krieg schon leicht immer so. Nicht, jetzt hätte ich nicht mit dir. Das fühlt sich fluddeli-duddeli an. Oh! Willst du auch mal filmen? Da. Ja, was soll ich sagen? Alter, das ist so. Dieses Ministück hat eigentlich schon ziemlich viel gesagt, wie dieser Fisch schmeckt. Nicht so schräg halten, ihr Penner. Ihr könnt das vom Rasen aufsammeln gleich. Ja, wirklich vom Rasen aufsammeln. Wie viele Schmeißfliegen sind? Wir haben wirklich alle in kürzester Zeit angelockt. Wirklich so wie der letzte Kadaverhaufen, den wir jetzt hier entlarvt haben. Okay, das Glas, das steht die ganze Zeit in Fokus. Boah. Alter. Das ergibt mehr Sinn, wie ich die Tüten noch zumachen. Nee. Ja. Komm mir nicht mit Logik. Ja, ich wollte das jetzt gleich zumachen. So. Jetzt ab zur Post damit. Mhm. Das, Alter, das ist der Rade. Wer das hier? Wer das müssen wir aber verschicken. Mhm. Ich will, dass sie nur ein bisschen verkaufen. Noten. 20 Stück oder so, mindestens. Alter, die sind wirklich überall alle. Ja. Und die kamen so viel, so schnell. Alter, wie viel wird man auch sehen? Ja, wird man. Bisschen, weg, das sind 20 Schmeißfliegen. Wirklich mehr über 20 Schweißflügel. Die kriegst du nicht weg. Nee, die bleiben die ganze Zeit hier. Ich schaue so, aber ich glaube, ich kann nicht. Aber. Wow. So. Das extra Schaf hat uns bestellt. Oh ja, zu. Okay. In der Sonnenlage haben wir ein Loch reinstechen und dann den Dach. Tata. Ja, die Fliegen sind richtig. Boah, die Fliegen, Alter, die sind. Da kam einer auf dem Steam Deck, also auf dem Meer. Mhm. Steam Deck. Alter, auf dem Steam Deck. Hier sind auch hier so ein paar Fischeier sind hier noch. Ja, die muss halt. Aber das ist. Bis dieser Geruch hier mal irgendwie weggeht, ich glaube, das dauert eher mal so eine halbe Woche mindestens. Nee, also, ja, ein nee, ja. Ich hätte gern ein bisschen mehr von probiert, also eigentlich nicht, aber für dokumentarische Zwecke gern. Aber wenn hier wirklich Eingeweide und noch die Eier noch dabei sind, also boah, nee, ist irgendwie auch ein bisschen viel. Das ist einfach nichts. So, die Dose kommt mit Bauri ins Zimmer. Ja, garantiert nicht, das kommt bei dem ins Auto. Ja. Also das, ja. Ich weiß gar nicht, was wir mit dem Wasser jetzt machen, das will ich einfach das nur Wasser schnell... weggießen. Ja, yeah. Ja, in die Natur. Boah, ja, wir haben jetzt hier ein Bündel. Wir konnten echt nicht anders. Wir haben es jetzt zur Dokumentation mal gemacht. Ja. Ich meine, das kleine Stück war jetzt... Das war halt wirklich kaum der Rede wert. Aber sehr salzig auf jeden Fall. Aber im Nachgeschmack kommt dann wirklich das, was man riecht von diesem modrigen alten Fisch. Und wie gesagt, was, wenn hier schon die Fliegen ankommen, die schimmernd grünen, die kennt man ja von den besten Kothaufen dieser Welt. Alter, das ist heavy und vor allem der Geruch. Mal sehen, wann der weggeht. Ja. Es sind so viele Fliegen hier unterwegs. Ja, so viele. Die überall, aber jetzt etwas weniger schon. Mhm, weil die haben gemerkt, das ist, da ist. Der ist jetzt unter Schloss und Riegel, ja. Das riecht gar nicht mehr. Nee. Das Wasser riecht nicht mehr. Doch, aber das ist, kommt immer so stoßweise. Ja, okay. Wir machen jetzt hier mal ein bisschen die Dose trocken. Oh, Alter, wenn er uns hier noch ausgibt. Wenn es ausgibt, dann weiß ich aber auch, wer. Das Wasser sagt aber eigentlich schon aus, wie schön dieser Fisch das ist. Das sieht aus wie Kakao. Ja, es ist der Special Kakao. Zeig mal den Kakao, boah. Das sieht aus wie Kakao. Hm. Naja, mit ein bisschen Stückchen halt, ne? Wir kennen, mit jedem guten Kakao ist ein bisschen Stückchen. Genau. Alter. Lecker! Das ist lecker! So, Alter. Jetzt werden wir dokumentieren, wie wir zur Mülltonne laufen. Ja, jetzt werden ich halte die Kamera und du läufst. Wir gehen erstmal rein und spülen das aus. Ja, genau, wir spülen das erstmal aus. Und danach kommt der Pfropfen.
So. Genau, ihr könnt auch die Mali zu gucken. Beim nee, wir nehmen das jetzt schon mit. Ja, okay. Wir nehmen das mit, ja. Nehmen das mit als Dokument. So, ja, immer. Ich halte das. Quer immer, ne? Querformat, ja. Ja, klar, Querformat. Du siehst ja, was du filmst. Ja, genau, ich sehe ja, was du filmst. Also, was ich filme. Also, ja. Erstmal wird das hier schön alles entsorgt gleich. Alter. Ich bin erstmal mit reingestiegen, aber erstmal kräftig. Ja. Das geht nicht mehr. Genau. Alter, ne. So, hier. Oder den rein. Hier springt. Oh nein, oh. Das ist die Zimmertür so offen. Nee, also. Das ist. Nee, das riecht hier schon. Ja. Das wird einfach ganz schnell hier. Ja. So, warte mal. Licht an. So. Ja, und. So. Ja. Super. Ist doch wieder Verbindung. Oh ja. Oh ja. Nee. Die müssen die irgendwie ausspülen. Und ja, hier unten geht es auch nicht, aber die zieht ja immer Zimmer auf. Hier riecht es immer noch mal ganz deutlich. Oh ja, das ist super. So, jetzt gehen wir der Michelle wieder nach draußen. Ja. So. So, warte mal. Ja. Boah, Alter. Jetzt kann man mal eine richtig schöne Geruch. Jetzt wieder raus. Ja. Jetzt mal die, der Geruch, der kam wirklich gerade nochmal richtig, oh, Alter, der kam nochmal. Boah, Alter. Alter. So, hier seht ihr den Chat. Hallo? Ja, man sieht Alter, sich selbst. Jetzt auch alle Kollegen. Ich will das sehen, wenn man sich selbst sieht. Alter, die fliegen. Oh, ich sehe mich selbst, guck mal. Unendlich sieht man ja. Das, ja. Ich wacke mal so, dann sieht er so, sieht das cool aus. Nee, das stimmt. Ist, oder warum, das sieht man schon, ja. Mhm. Alter. 10 Euro, Alter. Ja, es gibt hier keine Geldwetten, das ist einfach. Aber die fliegen, die mögen das. Ja, das ist wirklich. Die mögen so, das. Dann gucken wir mal, ob das bis oben hin hält. Ja. Der Gang. Der Fischmelden. So. Jetzt wird das erstmal in die Mülltonne vermöbelt. Mal sehen, ob es reicht, dass da in die Ja, dann so hat es nicht gereicht, weil nur in einem WLAN-Kanal. Schade. Looking for the phone, ja, wo ist es bloß? Da ist es. So, da ist es hier ergeben. Ja, das ist hier das Aftermath. Ja. Das ist übrig geblieben. Ich kannte das wissen. Guck euch mal. Guck mal, das. Ja, jetzt nicht mehr. Ja, keine Ahnung. Ich kannte das wirklich nicht gut essen. Jetzt sollte es gut sein. So. Hier seht ihr die Fliegen. Ja. Wie viele? Wie viele? So beschissen. Also die Mülltonne hat echt ein Störsignal gehabt. Ja. Nee. Da hat ein WLAN-Kanal eingerichtet dafür und der ist bei uns im Garten. Wenn man außen Access Point. Ja, die Fliegen, die mögen auf jeden Fall jetzt gerne noch dieses. Es ist nicht mehr schön. Nee, ist gut, die Taschentücher, die kommen dann auch noch in den Müll alles und. Weg, was hier in der Verbindung war. Also wirklich. Also alles, die ganzen Sachen, die muss auch schon mal ausgespült werden. Boah. Wir stellen die jetzt alle einvernehmlich hoch. Da gibt es für euch dann erstmal. An welcher Rabe hast du den Fisch gehabt? Hier, das wir werden eh nochmal alles durchwaschen lassen. Hier, ja. Das ist, wir wissen eh nicht, was uns. Also das ist echt. Die, guck mal, die Gramsch, die machen, guck mal, die machen das sauber, die Gabel. Da musst du mindestens 3 Latten austauschen vom Tisch. Ja, der ist zum Glück alt. Ja. Wir lassen das jetzt mal so. Oh, das sind die ganzen. Die sind überall. Ja, ich werde jetzt euch nochmal. Ja. Ich werde euch jetzt nochmal die Clips anmachen und wir machen hier gerade mal Aufräumaktion. Ja, wir machen mal Aufräumaktion. Und dann. Diese Scheiße geht wirklich. Die auf den Fingern, riechst du? Nee, ich will nicht. Okay, nicht. Ja, dann war das. Wir sehen uns dann gleich. Ich lebe zum Glück noch. Wir leben zum Glück noch. Das ist schon ein Wunder. Oh Leute.